Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo wir gerade bei China sind. Das Ministerium für Staatssicherheit der Volksrepublik China betreibt seit 2003 das Projekt Goldener Schild, ist international auch als die große chinesische Firewall bekannt. Das Internet für chinesische Bürger wird gefiltert und von Regimekritik weitestgehend befreit. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube werden grundsätzlich und ohne Rücksicht auf die Inhalte blockiert. Blogs, die sich mit Themen befassen, die der herrschenden kommunistischen Partei nicht passen, werden geblockt, genauso wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia. In Deutschland und Europa haben wir so etwas zum Glück nicht. Aber man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass der ein oder andere auch hierzulande ein bisschen neidvoll nach Peking blickt. Deshalb haben sie vor ein paar Jahren zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG geschaffen und damit die sozialen Medien in Deutschland von einem freien Markt der Meinungen in ein Minenfeld verwandelt. Der Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel betreibt auf seiner Website eine Wall of Shame, wo er unzählige Beispiele für genauso lächerliche wie rechtswidrige Sperrungen durch die Hilfszensoren auflistet. Die Corona-Politik hat hier die Schraube nochmals angezogen. Neuerdings ist es schon sanktionswürdig, wenn man die Heilslehren der WHO von Herrn Drosten oder vom sogenannten Gesundheitsexperten Lauterbach nicht teilt. Ich selbst habe das auch erleben dürfen, als ich das Impfen von Kindern kritisierte. Und man kann da, haben wir ja heute Morgen gehört, durchaus unterschiedlicher Meinung sein und dabei auch noch einen namhaften Mediziner als Quelle angab, wurde das mit dem Argument, es sei gesundheitsschädlich, von Facebook gesperrt und erst auf anwaltlichen Druck wieder freigegeben. Klar ist, dass die meisten User sich in solchen Fällen keine teuren Anwälte leisten können und wollen und dann eben lieber schweigen. Solche DDR-Methoden reichen ihnen allerdings wohl noch nicht. Die User weichen zunehmend auf neue soziale Netzwerke wie Telegram und Getter aus. Und wenn sie sich derer irgendwann bemächtigt haben, dann wird es neue geben. Das freie Wort, so sehr es der ein oder andere auch verabscheuen mag, sucht sich einen Weg. Und deshalb, so hat es zumindest den Einschein, planen Sie jetzt einen neuen Zensurmechanismus. Sie wollen keine Filter an der virtuellen Landesgrenze aufstellen, wie es die Chinesen getan haben. Sie wollen den Filter gleich verpflichtend auf jedem Betriebssystem installieren. So jedenfalls sieht es der Entwurf des Jugendmedienschutzstaatsvertrages vor, der derzeit anrollt. Konkret heißt das, nur wer sich registriert und sein Alter nachweist, kann unbegrenzt im Internet surfen. Alle anderen können nur auf Seiten zugreifen, die eine spezielle Jugendschutzschnittstelle vorhalten, auf internationale Seiten damit wohl überwiegend gar nicht. Was wird das konkret heißen? Die Hersteller von Betriebssystemen werden gewaltige Datensammlungen anlegen und letztlich wird es für sie und damit vermutlich auch für staatliche Akteure nachvollziehbar sein, wer auf welche Seiten im Internet zugreift. Begründet ist das, wie der Name schon sagt, mit dem Jugendschutz. Und der ist natürlich grundsätzlich ein hehres Anliegen. Niemand will, dass die Jüngsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft mit brutaler Pornografie oder mit Gewaltdarstellungen konfrontiert werden. Aber wie glaubwürdig ist das von politischen Akteuren, die unsere Kinder in den Schulen gar nicht früh genug auch mit den abseitigsten Varianten menschlicher Sexualität konfrontieren können? Wie glaubwürdig ist das von einer Politik, die Minderjährige mitten in ihrer Pubertät und gegen den Willen ihrer Eltern das Geschlecht wechseln lassen will? Deshalb geht es hier vermutlich auch nicht wirklich um Jugendschutz, sondern es geht um Kontrolle. Sie wollen auf jedem digitalen Endgerät eine Zensurschnittstelle schaffen, die Sie vielleicht heute und morgen noch für Jugendschutz einsetzen. Aber wer sagt uns denn, dass Sie übermorgen dann nicht einfach damit auch kritische Meinungen etwa zur Corona-Politik oder zur Klimapolitik blockieren? Nach allem, was wir in den letzten beiden Jahren erleben durften und mussten in diesem Bereich, gäbe es wahrlich Überraschenderes. Meine Damen und Herren, für uns steht eines fest, es geht Sie, es geht die Politik nichts an, was die Bürger im Internet machen. Und was unsere Kinder dort machen, ist Sache ihrer Eltern. Die müssen wir ertüchtigen und informieren, damit sie den Internetkonsum ihrer Kinder vernünftig begleiten können. So schützt man die Jugend und eben nicht mit Zensur. Vielen Dank.